Heute zeige ich euch 10 Ausflugsziele, die ihr bei uns in Kärnten gesehen haben müsst. Und warum? Das verrate ich euch jetzt. Kärnten ist nicht nur das Land mit den wärmsten Badeseen in Europa, sondern auch ein Hotspot für alle, die einen guten Ausflug zu schätzen wissen. Und das Beste, es ist wirklich für jeden etwas dabei, ob für die Familie, für Actionliebhaber oder für Kulturliebhaber. Hallo vom wunderschönen Ossiacher See, ich bin die Nina und wir starten jetzt direkt ins Video rein mit unserem ersten Highlight, dem Pyramidenkogel. Der Pyramidenkogel ist ganz klar ein Must-See in Kärnten und ein Highlight am Wörthersee. Er ist mit 100 Metern der höchste Holzaussichtsturm der Welt und bietet euch einen 360-Grad-Blick über Kärnten. Neben dem türkisblauen Wörthersee seht ihr von oben auch das Keutschacher Seental und die Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt. Runter geht's entweder mit dem Panoramaaufzug über die 441 Stufen oder sportlich auf der 120 Meter langen Rutsche. Alle Adrenalin-Junkies können im Sommer Nervenkitzel pur am Fly 100 erleben, einem Flying Fox, das von der Plattform über 70 Höhenmeter bis zum Landeplatz führt. Der Turm hat ganzjährig geöffnet. Und ein kleiner Tipp von uns: Im Winter gibt es am Pyramidenkogel einen wunderschönen Adventmarkt, den ihr euch definitiv nicht entgehen lassen solltet. Kärnten ist nicht nur das Land der 1000 Seen, sondern auch Land der Burgen und Schlösser. Über Kärnten verteilt gibt es ca. 400 davon. Und ein besonderer Kulturschatz ist garantiert unser zweiter Ausflugstipp, die Burg Hochosterwitz. Ihr findet sie in der Nähe von St. Georgen am Lengsee auf einem 150 Meter hohen Kalksteinfelsen. Sie zählt zu den wichtigsten Wahrzeichen Kärntens und ist mit ihren 14 Burgtoren eine der imposantesten Burgen Österreichs. Was ihr euch auf der Burg unbedingt anschauen müsst, ist das Burgmuseum mit der Waffenkammer. Da könnt ihr Waffen, Kanonen und Rüstungen vom 14. bis zum 16. Jahrhundert sehen. Sehr imposant ist auch die Burgkapelle mit ihrem Barockaltar. Und ganz wichtig, mit dem Lift ist die Burg auch für mobilitätseingeschränkte Personen erreichbar. Die Burg Hochosterwitz hat von Anfang April bis Anfang November für euch geöffnet. Unser drittes Ausflugsziel, das wir uns jetzt gemeinsam anschauen, ist die Großglockner Hochalpenstraße im Nationalpark Hohe Tauern. Ein wahres, lebendiges Kulturdenkmal in einzigartiger Naturlandschaft und eine Straße, auf der es unendlich viel zu entdecken gibt. Sie zählt mit ihren 36 Kehren zweifellos zu den schönsten Alpenstraßen Europas und liegt mitten im Nationalpark Hohe Tauern. Die Straße ist nicht nur eine berühmte Strecke für Autotouren und Motorradfahrer, sondern bietet auch Radfahrern eine anspruchsvolle Etappe. Von Heiligenblut gelangt ihr mit dem Rad zum Beispiel bis an den höchsten Punkt, dem Hochtor, auf 2504 Metern. Von der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe habt ihr den besten Blick auf den Großglockner, der übrigens der höchste Berg Österreichs ist, und auf den Basterzengletscher. In der freien Wildbahn lassen sich auch wunderbar Murmeltiere und Steinböcke beobachten und in der Regel ist die Straße geöffnet von Anfang Mai bis Ende Oktober. Unser viertes Ausflugsziel führt uns an den Weißen See, der als sauberster See Kärntens und als höchstgelegenster Badesee Europas gilt. Er kann im Sommer bis zu 26 Grad warm sein, ist naturbelassen, streng geschützt und wirklich das ganze Jahr über ein nachhaltiges Reiseziel. Zu seinem Namen ist der artenreiche Weißensee durch seine markante weiße Farbe gekommen. Verantwortlich dafür sind feine Kalkpartikel am Seegrund, die den Sand karibisch weiß erscheinen lassen. Der Weißensee ist übrigens so klar, dass man an manchen Stellen bis zu 40 Meter in die Tiefe schauen kann. Ein wahres Ganzjahres-Highlight für Taucher. Und sein 23 Kilometer langes Ufer ist zum größten Teil unverbaut und naturbelassen. Ein besonderes Naturjuwel in Kärnten, dem ihr von Anfang Mai bis Ende Oktober ganz klar einen Besuch abstatten solltet, ist unser Ausflugsziel Nummer 5, nämlich die Dschepperschlucht in Ferlach.
Am besten erkundet ihr die Schlucht mit einer Wanderung bis zum Tschaukofall und zurück. Ihr erreicht sie über die Autobahn von Klagenfurt aus kommend oder das Rosental über Ferlach. Los geht's dann direkt vom angrenzenden Parkplatz. Über Treppen und Leitern geht es nach oben, immer dem Wasser entlang. Die wunderschön türkise Farbe des Wassers kommt übrigens vom Umgebungsgestein des Kalkes. Das Highlight der Schlucht ist mit großer Sicherheit der Tschauko-Wasserfall. Hier seht ihr, wie das Wasser über 26 Meter in die Tiefe fällt. Über einen Steg kommt ihr übrigens ganz nah ran. Für Kids wartet in der Schlucht übrigens ein Waldseilpark und mit dem Flying Fox könnt ihr die Tschepperschlucht aus einer ganz anderen Perspektive erleben, inklusive der umliegenden Bergwelt. Rund um den Millstätter See funkeln sie die meist dunkelroten Steine, nämlich die Granaten. Wusstest du, dass es nirgendwo in den Alpen so viele Granatsteine gibt wie hier? Die Region ist deshalb tief verbunden mit dem Edelstein. Er wurde hier auch lange abgebaut. Auch beim Wandern entdeckst du Granaten immer wieder. Wenn du genau schaust, vielleicht am Wegesrand, roh und ungeschliffen. Jedenfalls aber bei unserem sechsten Ausflugsziel, dem imposanten Granattor auf der Millstätter Alpe, auf 2060 Metern Seehöhe. Von hier aus habt ihr übrigens auch einen super Blick auf den Millstätter See und könnt sogar bis zum Großglockner sehen. Und mit diesem herrlichen Blick auf den Mittagskogel sind wir auch schon bei unserem siebten Ausflugsziel, dem Farkassee, angekommen, der nicht umsonst auch die Südsee der Alpen genannt wird. Er zeichnet sich durch sein türkises Wasser aus, das im Sommer bis zu 26 Grad warm wird. Die einzigartige türkise Farbe verdankt der südlichste See Kärntens feinen Kalkpartikeln, die sich im Wasser tummeln. Sie reflektieren das Sonnenlicht, bevor sie zu Boden sinken und sorgen somit für richtiges Karibik-Feeling. Ganz wichtig, am Farkassee sind keine Motorboote erlaubt. Man kann also vollkommen die Ruhe genießen. Entweder nur zu zweit oder als Familie. Ganz besonders ist auch Österreichs einziges Inselhotel, das nur auf dem Wasserweg erreichbar ist. Unser Tipp, schnappt euch doch unbedingt ein Kanu oder ein SUP und erkundet den Farkassee vom Wasser aus. Den besten Blick von oben erhascht ihr definitiv vom Mittagskogel oder von der Taborhöhe. Wer Kunst sucht, wird bei unserem achten Ausflugsziel in der Künstlerstadt Gmünd fündig. Hier gastiert seit über 25 Jahren ein kunterbuntes Ensemble an heimischen, nationalen und internationalen Kunstgrößen. Albrecht Dürer, Werner Berg, Alfred Kubin oder Max Ernst. Von allen konnte man schon Werke in der mittelalterlichen Stadt bewundern. Grund genug, um dem Städtchen einen ausgedehnten Besuch abzustatten. Wer zum ersten Mal durch die historischen Gassen schlendert, sollte sich am besten an die Fersen eines zertifizierten Guides heften, der einem die Künstlerstadt in all ihren Facetten zeigt. Zu bewundern gilt es auch eigene Ausstellungen, 2024 zum Beispiel besonders die Arbeiten von Marc Chagall. Unser neunter Punkt und ein weiterer super cooler Ausflugstipp in Kärnten ist das Meerauge. Es befindet sich im Bodental in der Gemeinde Ferlach und ist ein beliebtes Ausflugsziel für alle Naturfreunde und Wanderer unter euch. Das Wasser des kleinen Sees ist außergewöhnlich klar. Geschaffen wurde dieses Naturjuwel in der letzten Eiszeit und es ist ein durch einen Gletscher entstandenes Toteisloch. Das Meerauge ist eingebettet in einen dichten Wald und von hohen Bergen umgeben. Hier kann man wirklich die Freiheit spüren. Am besten erkunden könnt ihr das Meerauge auf dem Slow Trail Meerauge, einer netten Halbtageswanderung, die super für Familien und Kinder geeignet ist. Der Slow Trail startet direkt beim Parkplatz. Und unbedingt vorbeischauen solltet ihr auch beim höchsten Punkt der Tour, der Märchenwiese. Unser letzter Punkt für heute ist der Wildensteiner Wasserfall in Galizien in Südkärnten. Mit seiner Fallhöhe von 54 Metern ist er einer der höchsten freifallenden Wasserfälle in Europa.
Anreisen könnt ihr zum Beispiel mit der Bahn, dem Auto, zu Fuß oder mit dem Rad. Vom Parkplatz geht es dann ca. 15 Minuten Richtung Wasserfall. Der Anstieg zur Aussichtsplattform zahlt sich ganz klar aus. Oben angekommen erwartet euch ein richtiger Energieschub. Die Quelle des Wasserfalls liegt übrigens nur knapp unter dem Gipfel des Hochobir, einem der schönsten Aussichtsberge Kärntens. Der Wildensteiner Wasserfall dient übrigens auch als Kulisse für den bei Familien beliebten Flying Fox Park. Beginnend am Fuße des Wasserfalls saust man über 11 Flying Fox Rutschen nach unten und überwindet die zuvor erklommenen Höhenmeter mühelos. Und geöffnet hat der Flying Fox Park für euch von Juni bis September. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und verratet mir in den Kommentaren total gerne, was euer liebstes Ausflugsziel in Kärnten ist. Baba und bis bald!